liebe Erstkommunionkinder, ein neuer Sonntag und ein neuer Ort. Diesen Ort hier kennt ihr wahrscheinlich gar nicht so genau. Es ist die Kirche St. Marien und heute wird es um St. Marien und die Mutter Gottes Maria gehen, nach der die Kirche benannt ist. Viel Spaß dabei! Die Kirche St. Marien liegt am Baudry-Platz im Herzen von Nippes und wurde am 6.8.1859 das erste Mal genutzt. St. Marien betritt man durch das große Eingangsportal. Es ist gesäumt von zwei Türen und wenn wir nun weiter hineingehen, sehen wir das erste Ereignis knapp über der Türe ein bisschen versteckt. Ihr seht ein kleines Häuschen, ein Geschenk aus Kamerun, das die Menschen über der Türe haben, was so viel bedeutet, hier wohnt der Chef. Und zwar ist der Chef von unserer Kirche natürlich Jesus Christus. Wenn wir weiter in die Kirche hineingehen, sehen wir die ganzen Bänke und wir gehen geradewegs auf den Altar zu. Über dem Altar hängt auch wieder ein Kreuz. Dieses Kreuz findet man in vielen Formen. Sie zeigen meistens den Gekreuzigten, also sind Kruzifixe und sollen die Qual des gefolterten Jesus vor Augen führen. Aber es gibt auch Kreuze, die leer sind. Und diese Säulen symbolisieren mit dem Querbalken die Trennung von Gott und Mensch, hervorgerufen durch die Rebellion des Menschen gegen Gott. Und der senkrechte Balken symbolisiert die wiedergestellte Verbindung zwischen Gott und Mensch. Wenn man das Kreuz hinunterblickt und wir auf den Altar sehen, sehen wir, dass der Altar mit Pfingstrosen geschmückt ist. Aber was wir auch sehen, dass hinter dem Altar, genauer gesagt, der Priestersitz ist und auch der Sitz für die Ministranten oder einen weiteren Priester oder die Lektoren oder auch für mich. Da sitzen wir, sodass wir genau hinter dem Altar sitzen. Und genau vom Priestersitz hinweg seht ihr schon ein kleines goldenes Viereck. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Da gehen wir einmal rechts herum an einem bunten Gemälde vorbei. Das hat unsere ehrenamtliche Hanna gemalt, die ja sehr künstlerisch begabt ist, die ja auch euer Plakat für euer Motto gemalt hat. Und wir schauen uns jetzt erstmal das Bild an, bevor wir zu diesem spannenden goldenen Kasten hinübergehen. Das Bild wurde für den Kommunionkurs aus Marien gemalt. Es gibt ja auch einen weiteren Kommunionkurs, wo ein paar Kinder zur Kommunion gehen. Die haben einen Ganzjahreskurs, also lernen das Ganze noch ein bisschen intensiver und ein bisschen mehr an der Bibel orientiert. Und ihr könnt ja jetzt einmal zählen, wie viele Kommunionkinder da in dem Kurs in Marien zur Kommunion gehen werden. Vom Bild weiter wollen wir jetzt aber wirklich mal zu diesem spannenden goldenen Viereck hingehen. Es ist ja kein alltägliches Viereck, was einfach so als Kunst dasteht, sondern das ist der neue vergoldete Tabernakel. Und den wollen wir uns jetzt einmal von allen Seiten ansehen, weil ich finde es ganz witzig, dass man sehen kann, wo das Schloss ist, wo also der Schlüssel reinkommt, wo ihr auch wisst, was im Tabernakel drin ist, dass der Herr da drin ist und deswegen brennt auch daneben das rote Licht, das ewige Licht, damit wir wissen, dass der Herr anwesend ist. Und wir wollen einmal rund um den Tabernakel herumgehen und uns das Ganze ansehen. Am Tabernakel selbst ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Tabernakel zwei kleine Löcher hat. Das ist jetzt nicht, damit unbedingt Luft dahin kommt, sondern das sind die Schlüssellöcher. Und zwar war es früher so, dass man von beiden Seiten an den Tabernakel gehen konnte, sodass vorne, wenn die heilige Messe war, dass der Priester von vorne was rausnehmen konnte, aber auch ein Diakon oder ein Helfer, der die Krankenkommunion gebracht hat, immer von hinten auch nochmal rangehen konnte und das Allerheiligste rausnehmen konnte. Dafür sind die beiden Schlüssellöcher da. Wenn wir jetzt vom Tabernakel aus nochmal in Richtung Kirche sehen, sehen wir genau den Blick, was der Priester auch hat, wenn er die heilige Messe in Marien feiert. Und ihr seht ja schon, dass etwas ganz Neues vielleicht in der Kirche strahlt. Vielleicht wart ihr auch schon einmal da und habt das Ganze schon gesehen. Wir haben nämlich eine neue Orgel. Die Orgel haben wir in Fulda erworben. Und schon bald, wenn alles gestimmt ist und der Musiker eingespielt ist, werden auch da wieder Töne erklingen und wir werden mit dem Gesang durch die Orgel begleitet werden.
Von der Orgel aus wollen wir uns nochmal in Richtung des Altars drehen. Vielleicht ist euch nämlich aufgefallen, dass auch wenn man auf der linken Seite sieht man ein paar bunte Bilder, die sind gerade zu Spendenzwecken für die Orgel aufgebaut und auch bunte Fenster. Und wenn man sich rechts herumdreht, sieht man die kleine Orgel, die genutzt worden ist, als wir keine große Orgel hatten. Vielleicht ist euch aber auch aufgefallen, als wir uns gedreht haben, dass da eine Marienfigur steht. Und darum wollen wir uns jetzt noch ein bisschen darüber unterhalten. Die heilige Maria ist die wichtigste Heilige in der katholischen Christenheit. Wir verehren sie als Gottesmutter und sie steht an der Spitze aller Heiligen und gilt somit auch als Vorbild aller Gläubigen. Wir rufen Maria oft als Fürsprecherin an bei Nöten oder Anliegen und sie ist die Patronin der Christenheit, denn mit ihr fing alles an. Durch sie haben wir Jesus Christus geschenkt bekommen. Durch sie haben wir unseren Glauben bekommen, empfangen und leben diesen auch. Auch wir in der Kirche St. Marien haben verschiedene Darstellungen. Ihr habt ja gesehen, eben die Statue mit dem kleinen Jesuskind auf dem Arm. Aber auch ganz hinten durch, vor der kleinen Kapelle, haben wir eine Pieta. Das ist eine römische Pieta oder wird auch oft als vatikanische Pieta bezeichnet, oftmals von Michelangelo inspiriert oder auch gemalt. Und sie symbolisiert einfach die Liebe, die Maria zu ihrem Sohn hatte, bis in den Tod hinaus. Wenn wir uns jetzt noch einmal ein Stück drehen, kommen wir in die Marienkapelle. Auch dort gibt es wieder eine Marienfigur, und zwar die Fatima-Madonna. Man erkennt sie an dem blauen Untergewand, dem weißen Gewand darüber und auch den Rosenkranz, der sie in ihren Händen hält. Sie ist benannt nach dem Ort Fatima, wo sie drei Hirtenkindern erschienen ist. Und ja, diese Hirtenkinder sind auch heilig und selig gesprochen worden. Und ihr könnt ja einmal schauen, was ihr Spannendes über sie erfährt. Mit Blick auf die Kirche zurück ist euch vielleicht aufgefallen, dass uns noch ein Raum fehlt. Vielleicht habt ihr ja irgendwo noch eine kleine Tür entdeckt. Richtig, es ist die Sakristeitüre und da wollen wir jetzt noch einmal einen kurzen Blick reinwerfen. Und zwar seht ihr, dass es zwei Sakristeien gibt. Einmal die Messdiener Sakristei. Ihr dürft nämlich auch nach der Kommunion ja Messdienerin und Messdiener werden. Und da werdet ihr dann einen Einblick in die Sakristei bekommen. Aber auch die Sakristei, wo alles ja von vornherein geplant wird, wo die Kreuze stehen, die zur Messe getragen werden, wo der Priester sich anzieht. Und ihr seht an der Wand eine kleine ja, Ahnengalerie von Priestern, die davor in Marien verantwortlich waren oder für diese Kirche verantwortlich waren und diesen Bereich. Jetzt kennt ihr auch St. Marien, die Kirche in Nippes. Und ihr habt ein bisschen erfahren, warum Maria so wichtig für uns römisch-katholische Christen ist. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit der Familie. Wir sehen uns nächste Woche und vielleicht habt ihr ja schon einmal ein bisschen gezählt. Es sind nur noch 4 Wochen bis zu den großen Sommerferien. Bis dahin werden die Videos gehen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß dabei auf die letzten 3 Wochen gemeinsam. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr, dass wir Gott